Servus meine lieben Freunde und seid gegrüßt zu einem brandneuen Unboxing-Video von mir. Heute stelle ich euch die neue Box von dem guten Herrn Capital Bra vor, der gestern CB6 released hat, also die Box released hat. Das Album gibt's glaube ich schon seit einer Woche oder zwei digital, da es geleakt wurde, also somit online gestellt wurde und jeder es einfach schon hatte. Aber Release, offizielles Release der Box ist gestern gewesen und ich würde sagen, ich stelle euch die Box jetzt einfach mal vor. Erstmal die Folie drum weg und dann geht es auch schon weiter. So sieht das gute Stück aus. Capital Bra hier vorne drauf mit Rauch aus seinem Mund. CB6 Capital Bra. Bra Music präsentiert CB6 Capital Bra. Hier an den Seiten hätten wir nochmal CB6 stehen, jeweils. Hier hinten hätten wir die Boxinhalte stehen, unter anderem Capital Bra CB6, das Album, die Samra Travolta EP, wo ich mich sehr drauf freue, das CB6 T-Shirt, CB6 Bauchtasche hätten wir drin und Sticker. So sieht das von hinten aus, die Box. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht eine hochwertige, also ist schon stabil auf jeden Fall, aber keine richtige Deluxe-Box. Ist halt so ein Pappschuber, würde ich mal sagen. Ne? Aber geht auf jeden Fall fit, kann man machen. Jetzt komme ich zu den Inhalten. Und da kommen uns die Sachen direkt schon alle entgegen. Und ich würde sagen, ich lege euch die Box einfach mal hier hin. Komme ich als allererstes zu den drei Stickern. Da hätten wir einmal so ein Capital Bra. Dann hätten wir den zweiten mit dem guten Herrn Bra schwarz gehalten. Auch ein sehr schöner Sticker. CB6 Capital Bra. Drei Sticker wären das. Dann ist der gute Herr zurzeit auf der Gucci Land Tour, oder das ist eher gesagt das Open Air, was am Tanzbrunnen in Köln stattfindet. Ich weiß nicht, ob das schon war oder noch ist. So sieht das auf jeden Fall aus. Der gute Herr ist aber zurzeit auch auf Gucci Land Tour, wo ich in Stuttgart mit einem Kollegen und einer Freundin von ihm am Start bin. Wir drehen auf jeden Fall einen heftigen Vlog. Also wer Bock darauf hat, darin vorzukommen, sollte auf jeden Fall am Start sein am 4. Mai in Stuttgart auf dem Carpi-Konzert. So, jetzt komme ich weiter zu der Samra Travolta EP. So sieht das gute Stück aus. Hinten hätten wir nochmal Samra Travolta. Leider haben wir nicht hinten draufstehen, wie die Tracks heißen oder wie viele sich darauf befinden. Aber ich würde mal sagen, dass ich circa 6 bis 7 Titel auf der EP befinden. So sieht das gute Stück aus. Schwarz gehalten. Sehr schönes Design. Auch von dem Pappschuber. Würde ich sagen, komme ich jetzt zu dem Album. Auf dem Album befinden sich insgesamt 18 Tracks. Und wir hätten 1, 2, 3, 4, 5 Feature-Gäste drauf. So sieht das gute Stück von hinten aus. Und ich würde sagen, ich mache die lästige Folie jetzt erstmal wieder ab und zeige euch dann das Booklet. So, ihr könnt mir ja mal unter die Kommentare schreiben, wer sich die Box oder das Album digital gegönnt hat und welchen Track ihr vom Album am meisten feiert. So. Da hätten wir das gute Stück. Sehr schön. So sieht das Ganze aus. Mache ich die Disc mal auf. Da hätten wir den Bra. Heftiges Design. Wie gesagt, 18 Tracks befinden sich darauf. Zeige ich es euch nochmal von hinten. Komme ich jetzt zu dem Booklet. Wenn ich es denn rausbekomme. Auf
Auch noch ein paar Bilder von dem guten Herrn. So. Das wäre das Booklet auf jeden Fall. Der Bra, Oberkörper frei, Calvin Klein Unterwäsche. So. Komme ich jetzt zu den anderen Inhalten. Ich würde sagen, erstmal zu dem T-Shirt. Gönnen wir uns das mal, würde ich mal sagen. So. Also was ich direkt als erstes sagen muss, ja, ist halt ein schlichtes T-Shirt, ne? Also fühlt sich jetzt nicht, ja, wie soll ich sagen, recht hochwertig verarbeitet an, ne? Also geht auf jeden Fall fit wohl, kann man sich geben. Aber ja, ich will jetzt nicht schlecht drüber reden, aber ich würde mal sagen, nicht besonders gut. Obwohl Nähte gehen fit, also kann man sich auf jeden Fall geben. Was hätten wir vorne draufstehen? CB6. Schlicht gehalten, das T-Shirt. Schwarz mit roter, weißer Schrift. CB6. Nichts Großartiges weiteres draufgedruckt. Hier an der Seite hätten wir nochmal was stehen. Und von hinten auch einfach schwarz, schlicht gehalten. Ich denke mal für den Preis, ich glaube, ich habe 48 bezahlt oder so. Circa, die Box gibt es noch bei Amazon zu kaufen. Den Link findet ihr in meiner Videobeschreibung. Gönnt euch auf jeden Fall die Box. Und ich würde sagen, ja, kann man schon tragen, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde ich am Abend anziehen, wenn ich irgendwo hingehe. Feiern, dies, das, Shisha-Bar. Ihr wisst, wie ich das meine. Aber kann man sich auf jeden Fall geben, würde ich mal sagen. Komme ich jetzt zu der Bauchtasche, wo ich sehr gespannt drauf bin, weil da habe ich nur Gutes drüber gehört. Sorry für den Versprecher. Dass sie sehr hochwertig verarbeitet ist. Boah, also die ist echt heftig. Auch hier direkt mit dem Schnaller. Baba Qualität. Hier hätten wir nochmal Kapital stehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Kapital. Und dann hätten wir hier nochmal Kapital Bra stehen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Einigermaßen. Boah. CB6. Ich feiere das irgendwie mit dem Rot. Schwarz, gelben, weißen. Gefällt mir sehr gut, die Bauchtasche, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Hier hätten wir eine Haupttasche, wo ihr, wie jeder weiß, euer Geld, Handys, eure Ketten, Schmuck, was auch immer, Dope, was ihr wollt, reintun könnt und es einfach immer dabei habt. Hier hätten wir noch eine Vordertasche, wo ihr auch nochmal eure Geldbündel reintun könnt, wenn ihr denn welche habt. So, was hätten wir hinten nochmal? Hinten hätten wir auch nochmal Kapital Bra stehen. Das war die Bauchtasche. Also, was hätten wir alles in der Box? Das T-Shirt, 3 Sticker, die Travolta EP von Samra, wo ich mich sehr drauf freue, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dann das Album. Ja, und den Flyer für das Gucciland Open Air, was am 7.7., also findet noch statt, in Köln auf dem Tanzbrunnen. Erscheint zahlreich, gönnt dem Bra. Das war's auf jeden Fall mit dem Unboxing. Wenn euch mein Unboxing gefallen sollte, könnt ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Vergesst das Abonnieren nicht. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn neue Videos von mir erscheinen. Und ansonsten wünsche ich dem Bra alles Gute und viel Erfolg mit dem Album.